Ja, stimmt. Oh, das ist ein schönes Schwert. Das will ich haben. Mike, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Nein, aber du erzählst sie mir jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, sag ich doch. Man nennt es Schwert des der Mainisch. Es versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Mainisch ist ein heiliges Schwert. Die Mainisch übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Da ist Big Daddy. Wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Der Sieger Vati, war das nicht irgendwie ein Pokémon? Vati, Vati. Ja doch, mit Voltilang und Ampharos da, genau. Möge hervortreten. Schon allein die Lache. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Mainisch, die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Tja, das wusste ich, dass der irgendwie böse ist. Das habe ich schon an den Haaren gesehen. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Mainisch und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Oh mein Gott! Was macht er? Was macht er? Was macht er? Ich glaube, das Schwert ist ihm eigentlich egal, ne? Oh Mann. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir später nur im Weg sein. Durch meinen Fluch werde zu Stein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Tja, da ist nichts drin, Witten. Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste? Na, auch gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ach, das Triforce. Ich werde in Ruhe danach suchen. So. Gehen wir mal raus. Ich weiß, ich könnte noch mit denen quatschen, aber da geht's jetzt weiter in der Story. Habe ich einfach mal so gedacht. Ah, Mike, du bist wieder wach. Geht es dir wieder besser? Der König hat etwas zu sagen. Hör gut zu. Okay. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Vati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Mainisch, können wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Mainisch? Mainisch? Dieses Zwergenvolk aus der Legende, das Mainischvolk? So ist es. Dieses meine ich. Doch Mainisch existieren nicht nur in der Legende, es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Mainisch leben im Tiloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Mainisch. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder aufnehmen. Was machen wir? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Es heißt, Erwachsene können die Mainisch nicht sehen. Egal wie sehr sie es auch versuchen. Aha! Wenn das so ist, Mike, du könntest doch gehen. Mike, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Mainisch wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies.
Zerbrochene Schwert der meine Schale. Aus ihm entsteht das heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Schwert des Alberich erhalten. Das Wunderwerk. Entschuldigung, da war eine Fliege. Deines Großvaters. Gutsoldaten, beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. Tief im Tiloria-Wald ist der Waldschrein. Echt? Er wurde früher von Menschen und Meinisch genutzt. Gehe also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start und dann L oder R, um die Karte aufzurufen. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf. Karte von Hyrule erhalten. Damit verläufst du dich nicht. Ja. Ah, da sind wir? Nee, da wollen wir hin. Oder? Ja, wenn man da ist das Schloss. Also, Moment, ich komme hier mit meinem Mauscursor rein. Da oben ist das Schloss. Da ist der Weg, den wir gelaufen sind. Da ist mein Haus und da ist der Wald. Okay. Also, Mike, brich den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Go, go, go. Ey. Achso, drücke beim Laufen R, um zu rollen. Dann kommst du schneller vorwärts. Wenn du während des Abenteuers speichern willst, drücke Start und wähle im Item-Menü oder im Status-Menü Speichern. Okay. Ich roffel mich auch über den Boden. Innenhof von Schloss Hyrule. Ich habe ein Schwert. Ne, zwei. Warte mal. Ja, Herzteile. Ach, da ist das Schwert. Zerbrochenes Schwert der Meinisch. Ne, warte mal. Kann ich das vielleicht? Ne, kann ich nicht ausrüsten. Komme ich jetzt hier wieder raus? Achso. Du hast geschossen? Das gebe ich nicht. Geht's hier zum Wald? Ich hoffe. Die London Farm. Ja, aber ist so richtig. Scheint richtig zu sein. Klappe. Wow. Grünen Rubin erhalten. Klein, aber fein. Hätte würde ich auch erledigt. Rubin. Gehen wir auf die London Farm, oder? Der Wind bringt mich hoch, ne? Schade, dachte ich irgendwie. Östlicher Hügel. Ich weiß nicht, komme ich dann hier wieder hoch? Ah ja. Hau drauf. Kann ich mich da drin verstecken? So. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Oh, ja, das war jetzt Glück irgendwie. Ich bin jetzt einfach nur nach unten irgendwie gelaufen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, wir können nicht schwimmen. Herzen. Ja, passt schon. Und ich will eine Zipfelmütze haben. So eine grüne.
Böser. Böser Bubi. Ja, was machst du denn? Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr auf meine Energie achten, ne? Oben oder unten? Ja, ich ahne es schon. Irgendwas sagt mir.